Hallo zusammen, herzlich willkommen im CSMAC YouTube Channel. Kurz vor Weihnachten war es soweit. Medizinischer Notfall. Eine Person hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Behandeln und abtransportieren. Da hat das Team um Danny Homme, die Macher der Winterberg Mod, eine neue Version ihrer Mod, ihrer sehr erfolgreichen Mod rausgebracht, nämlich die 7.0er. Und was es da so Neues gibt, will ich euch zeigen. Das Alarmierungssystem ist relativ gleich geblieben. Und ich habe jetzt hier erstmal einen schweren Herzinfarkt, wie ihr gerade gehört habt, bekommen. Da alarmieren wir doch gleich mal hier ein RTW hin. Einsatz RTW Winterberg, Florian Sauerland, Ende. Und natürlich auch einen Notarzt, den brauchen wir da ganz sicher. Und dann kann ich euch gleich eins der neuen Menüs zeigen. Das ist nämlich hier auf der 6 liegt das. Da kann ich mir einmal die Fahrzeugzustandsanzeige anzeigen lassen und kann außerdem auf die alarmierten Kräfte zugreifen. Klicke ich auf das Ding, komme ich direkt hier zu dem anfahrenden Fahrzeug und kann ihm dann sagen, wenn nichts mehr los ist, fahr irgendwo anders hin. Ganz, ganz schönes neues Gimmick. Außerdem übrigens ist es auch eine neue Freeplay-Map. Noch näher an Winterberg angelehnt. Ich habe im Forum von Winterberg gelesen, dass er auch am Tunnel arbeiten, den es wohl in Winterberg gibt. Der funktioniert noch nicht so ganz, deswegen ist der Fahrzeug 37 noch nicht auf der Karte. So, jetzt lassen wir die mal aussteigen, lassen sie aber nicht behandeln, weil ein Notarzt ja noch auf der Anfahrt ist. Und dann kann ich euch gleich noch ein paar Neuerungen zeigen, die es in der Winterberg 7.0 gibt. Die hat nämlich was zu tun mit dem Notarzt. Weil, wenn der jetzt den Verletzten anklickt und ihn behandelt, ist das noch so wie beim Alten. Aber schaut mal hier, es gibt hier ganz viele verschiedene neue Icons. Basischeck, Auskultation, Blutdruck messen und so ein paar andere medizinische Sachen. Das benutze ich jetzt nicht so viel, aber was ich sehr sinnvoll finde, jetzt ist er nämlich abtransportbereit, der Patient. Ich kann jetzt einfach, während ich den Notarzt angewählt habe, auf einen Rettungsassistenten gehen. Klicke Rechtsklick auf, ihr seht jetzt hier schon das Icon. Und dann transportieren die ganz automatisch die Patienten ab. Sehr, sehr nette Neuerung. Dann gibt es auch noch zwei neue Fahrzeuge direkt auf der Winterberg-Map. Das ist einmal hier in der neuen Kaserne. Der Rettungswagen der Bundeswehr. Der kann bis zu 6 gehfähige Patienten aufnehmen. Der ist neu. Und dann ist noch ein Feuerwehrfahrzeug neu im Spiel. Das werde ich jetzt einfach mal des zeigenshalber alarmieren, also nicht, weil wir es irgendwie bräuchten. Das ist nämlich der GW-Nachschub. Florian Sauerland mit einem Einsatz des LS16 Winterberg. Florian Sauerland, Ende. So, das ist also das zweite neue Fahrzeug auf der Winterberg-Map, das mit der Version 7.0 Einzug gehalten hat. Es ist aber auch was verschwunden von der Karte, und zwar gibt es die freiwilligen Feuerwehren nicht mehr auf der Map. Die gibt es nicht mehr, die wurden entfernt, wohl auch aus Performance-Gründen. Eine weitere Neuerung zeige ich euch auch noch. Das ist hier. Ihr seht hier eine Schranke. Diese Schranke bekommt jeder Gruppenführer der Feuerwehr auf. Allerdings auch nur die. Das heißt, wenn ihr Waldbrand habt, müsst ihr einen Gruppenführer hinkommen lassen. Der macht dann quasi das Ganze auf. So, Herzinfarkt ist abgeschlossen. Und schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Ja,
der Weihnachtsmann ist auch mit an Bord in dieser Version. Ein ehemaliger Soldat hat offenbar den Verstand verloren. Er hat ein Scharfschützengewehr und diesen Einsatz mag ich ja gar nicht. Nehmen Sie den Sniper fest, schalten Sie ihn aus und versorgen Sie alle seine Opfer. Dieser blöde Sniper. Fahren Sie nach Winterberg, Florian Roland, Ende der Alarmierung. Ja.